Problemstellung in diesem Video. Nummer 1. Es ist Ausgangssperre, man kann nicht raus. Nummer 2. Es gibt sehr viele Fotografie-Challenges im Internet, die ich machen möchte. Nummer 3. Der Stockfotomarkt bricht ein. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir überlegt, 3 Fotos zum Thema Isolation zu machen. Meine Ideen. Idee Nummer 1. Ich sitze auf dem Boden mit Smartphone und meinen Kopfhörern oder aber mit einem Buch. Das möchte ich dann mit Blitz so ausleuchten, dass eine schöne, interessante, ein schönes, interessantes Low-Key-Foto entsteht. Idee Nummer 2. Ich nutze mein Notebook. Dabei möchte ich mich quasi vor dem Notebook setzen und möchte dann meine Silhouette vor dem Notebookschirm abbilden, weil das ja quasi auch alleine zu Hause arbeiten oder sich alleine beschäftigen als Thema nutzt. Nummer 3, wie der ein oder andere weiß, fahre ich gerne Skateboard, Longboard und so. Und da möchte ich quasi mich mit Skateboard-Montur auf Skateboard setzen und dabei die Switch in der Hand halten, um so quasi zu sagen, man ist daheim, man möchte zwar raus, aber man bleibt zu Hause und spielt eben mit der Konsole. Die verschiedenen Setups, mit denen ich diese Fotos mache, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video und auch welche Fotos dabei rauskommen. Ich hoffe, sie gefallen aus. Legen wir los. Setup Nummer 1. Ich habe hier zum einen rechts die Kamera stehen und links den Blitz. Und ich möchte im Endeffekt einen so ähnlichen Bildausschnitt drauf bekommen. Vielleicht etwas näher, etwas weiter weg. Und dabei möchte ich rechts in der Ecke sitzen mit Smartphone, Buch, Kopfhörern und möchte gucken, dass ich das möglichst gut in Szene setze. Dazu ist bei diesem Blitz ein Fernauslöser dran und außerdem habe ich hier ein blaues Band drüber mit dem Hintergrund, dass ich es vermeiden kann, hinten auf dem Hintergrund zusätzliches Licht zu bekommen, das ich nicht haben möchte. Das ist quasi die Budgetlösung, wenn man keine Softbox hat. Auf dem ersten Bild sitze ich mit einem Buch am Boden und schaue ins Buch. Aufgenommen habe ich das mit dem Kit-Objektiv bei ungefähr 20 bis 24 mm Brennweite. Ich habe meine Einstellungen im manuellen Modus so gewählt, mit Blende 8, einem Hundertstel Verschlusszeit und ISO 100, dass das Bild annähernd schwarz ist, und habe dann das ganze Licht, das ins Bild kam, mit dem Blitz erzeugt. Dafür habe ich den Blitz an verschiedene Positionen im Raum gestellt, auf verschiedene Intensitäten, um am Ende diesen Bildlook zu erzielen. Beim zweiten Bild ist das Vorgehen ziemlich identisch gewesen, nur dass ich diesmal Kopfhörer und Smartphone in der Hand habe. Ich habe allerdings einen Teil des Blitzes mit einem Stuhl und einer Decke verdeckt, sodass ich links einen recht dunklen Hintergrund erzielen konnte, beziehungsweise das Licht ganz weggenommen habe. Die Einstellungen waren ansonsten gleich, außer dass wieder der Blitz woanders stand. Und beim letzten Bild wollte ich das etwas stilisierter haben. Ich habe mich in die Mitte der Tür gesetzt, auch wieder mit Kopfhörer und Handy. Das sollte quasi das Thema der Einsamkeit quasi nochmal verdeutlichen. Dabei hatte ich zunächst ein sehr, sehr dunkles Bild und habe versucht, mein Gesicht und den Rest etwas aufzuhellen. Speziell Gesicht und Smartphone. Den Rest habe ich so dunkel gelassen, wie es ziemlich war, weil ich so wirklich einen dunklen Raum haben wollte, der nur durch den Blitz aufgehellt wird. Setup Nummer 2. Das Notebook. Wir haben hier im Zimmer Stuhl mit Notebook, Blitz Nummer 1, Kamera und in der Ecke stand mein Bruder für ein zusätzliches Licht, welches von hinten auf mich beleuchtet hat. Anders als ursprünglich geplant war das jetzt doch kein Silhouettenbild, sondern eher ein, man arbeitet alleine in einem Zimmer zum Thema Homeoffice oder alleine am Notebook. Für Stockfotografie wurde das Bild bewusst weiß gewählt beim Monitor, sodass man quasi einfügen kann, was auch immer man einfügen möchte. Hier war das Vorgehen zum vorherigen Bild sehr ähnlich. Ich habe diesmal Blende 6.3 genommen mit einem 1/60 Belichtungszeit in ISO 400. So war das Bild ab Werk schon wesentlich heller und man hat quasi mit dem Blitz vor allem nochmal auf mein Gesicht zusätzlich Licht geworfen. Hier wurde wieder ein Weitwinkelbereich von ungefähr 22 mm gewählt und außerdem wurden im Post-Process, also in der Bildbearbeitung, noch Lichter an der Wand, die viel zu aufdringlich waren, etwas wegreduziert bzw. nur der Lichtstrahl behalten, der dann direkt auf mich bzw. halt auf mich und das Notebook gerichtet ist. Das zweite Bild ist sehr ähnlich, aber eine andere Perspektive. Hier hat mir mein Bruder geholfen. Wir haben generell sehr viel mit Perspektiven gespielt und hier auf diesem Bild stand er im Hintergrund, wie kurz vorher schon zu sehen war, und hat von hinten noch mit dem Smartphone ein kleines Licht geworfen. Es hat nur einen sehr, sehr kleinen Unterschied gemacht, aber es hat dem Bild noch ein gewisses Etwas gegeben.
Hier beim letzten Bild seht ihr jetzt nochmal meine ursprüngliche Idee, und zwar die Silhouette vor Monitor. Das Problem hierbei war allerdings, dass mein Notebook mit 14 Zoll einfach viel zu klein war für dieses Projekt, wie ich festgestellt habe. Und das war eines von vielen Bildern, die meisten waren wirklich misslungen. Und ich habe das Notebook ganz komisch in einem speziellen Winkel gehalten. Und einstellungstechnisch habe ich das Bild generell überbelichtet und den Blitz weggelassen. Überbelichtet in der Hinsicht, weil ich das Bild generell immer schwarz eingestellt habe und dann so lange belichtet habe, dass der Monitor überbelichtet ist, also quasi weiß ist. Im Edit habe ich dann aus dem Rest, der nicht der Monitor ist, wieder die Helligkeit herausgenommen, sodass der Rest schwarz ist. Und so wurde das dann diese Silhouette, wobei das jetzt am Ende des Shootings im Endeffekt nicht mehr das war, womit ich richtig zufrieden war, sondern eher mit ersterem bzw. dem zweiten Bild. Setup Nummer 3. Longboard vs. Switch. Hier ist das Setup fürs Making-of des Longboard-Videos. Wir haben hier den Blitz eingestellt, diesmal auf volle Power. Die Kamera haben wir leicht unterbelichtet, aber sonst in der Blendenautomatik eingestellt. Also wir haben quasi -3 eingestellt. Und haben im Endeffekt mit Intensität des Blitzes so lange gespielt, bis das Bild gesessen hat. Beim Blitzshooting hat sich auch meine Katze mit dazu gesellt. Die könnt ihr hier im Hintergrund sehen. Sie war nicht besonders amüsiert über den Blitz, aber ich hatte im Moment des Aufnehmens keine Ahnung, dass mein kleiner Josh direkt in den Blitz schaut. Es tut mir leid, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig, auf einmal am PC ihn in einem der Bilder so zu entdecken. Und ich dachte, es wäre eine Schande, es euch vorzuenthalten. Hier beim zweiten Bild war das die erste Idee. Das war komplett ohne Blitz. Die Einstellungen waren Blende 5,6 mit einem 60. Belichtungszeit und 125. Hier waren einfach die ganz normalen Einstellungen bei Blendenpriorität. Das Bild wurde allerdings wie alle anderen in dieser Serie auch mit der 35er Fressbrennweite aufgenommen und Blende 5,6 wurde gewählt, damit einfach ein sehr großer Bereich des Bildes scharf gestellt ist. Also ich wollte hier bewusst kein Bokeh, ich wollte keinen Unschärfeffekt im Hintergrund haben. Generell hat das Bild ohne Blitz auch einen sehr interessanten Look, aber ich finde doch, dieses Bild, das ich schon vorher im Kopf hatte, mit diesem leicht surreal wirkenden Effekt, was diesen Zwiespalt zwischen mit Freunden Skateboarden und Switch-Spielen quasi hervorhebt, das bringt das einfach nochmal viel besser rüber. Das letzte Bild wäre jetzt ein finales Bild, wie ich es auf einer Stock-Fotoseite hochladen würde. Dabei habe ich sowohl das Logo des Helms wegretuschiert, als auch die Marke von meinen Schuhen und das Nintendo Switch-Logo. Und im Großen und Ganzen finde ich das Bild korrekt belichtet. Der Blitz war dezent auf mich gerichtet mit voller Leistung, was einen sehr schönen Bildlook in meinen Augen ergibt. Und somit ist das eigentlich mein Lieblingsbild der Serie. Das letzte Bild ist wie das vorherige, nur ein leicht anderer Weißabgleich. Ich war mir selbst unsicher, welcher Weißabgleich mir am besten gefällt, und solltet ihr noch dabei sein in diesem Video, könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr eher diesen bläulicheren Ton, wie es aus der Kamera kam, oder den gelblicheren Ton, wie es dann der Weißabgleich gemacht hat, quasi bevorzugt. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und an dieser Stelle gehen nochmal Danke raus an meinen Bruder Johannes. Er hat oft den Auslöser gedrückt, hat den Blitz verstellt und hat auch für ein wunderschönes Licht von hinten gesorgt beim zweiten Bild. Also dann, bis zum nächsten Video und ciao.